Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Leute, wir reagieren heute auf den Artikel Fortnite und das Biest vom 15.08.2019 von das Fortnite-Team. Hey Leute, uns sind in der regen Diskussion Remove the Mac zum Beast aufgefallen und dachten uns, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, unsere Fortnite-Philosophie zu erklären. Es ist das Ziel von Fortnite, Spieler aus allen Fähigkeitsniveaus zusammenzubringen. In einem Spiel, in dem jeder siegen kann. Leute, es gibt Fortnite seit 2 Jahren. Ich meine, es gucken bestimmt jetzt auch Leute zu, die die Beasts total feiern. Oder Leute, die damit spielen. Und Leute, also mal ganz meine Meinung zu den Beasts. Ich hasse Beasts. Also ich hasse die Roboter über alles. Aber ich reg mich auf über Beasts, weil ich spiele auch nicht damit. Ich habe jetzt schon von genügend Leuten gehört, die regen sich auf über die Beasts und spielen damit. Also sorry Leute, aber das, wer auch immer sich darüber aufregt, über die Beasts und spielt damit, das ist absolut schwachsinnig. Dazu. So. Ihr könnt nicht, Epic Games, ihr könnt nicht jeden Spieler, also die ganzen Skillgruppen zusammenbringen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach unmöglich. Weil alle Leute, die in irgendeiner Weise erfahren sind oder sowas, haben immer einen Vorteil gegenüber den schlechten Spielern. Außer natürlich mit diesen dreckigen Beasts. Und genau das war ja meine Vermutung, was Epic Games mit diesen Beasts will. Dass die Noobs halt die besseren Leute töten können. Leute, das ist, also Epic an euch, das ist Schwachsinn. Geht ihr hin in der Sport, und übrigens, by the way, es gibt in jedem Spiel bessere Spieler und schlechtere Spieler. Ja, in jedem Spiel. Ihr könnt nicht in der Sportart hingehen und könnt jemandem einen Vorteil geben, nur weil er schlechter ist als die bessere. Jeder, in jedem Spiel gibt es schlechtere Spiele und es gibt bessere Spiele. Das ist eine ganz einfache Sache. Ihr könnt da nichts dran ändern. Egal, was ihr macht. So. Und die Beasts sind ungefähr, viele Leute können sich bestimmt noch dran erinnern, damals an Call of Duty. Bei Call of Duty ist ein Jetpack rausgekommen, welches das ganze Spiel kaputt gemacht hat. Ja. So ist es bei Fortnite. Sie haben ja schon letztes Mal gesagt, dass da mehrere von diesen OP-Sachen ja gleichzeitig, weil sie halt, dass sie mehrere OP-Sachen wieder reinbringen wollen und auch in Season 11 und so weiter. So. Ein weiteres unserer Ziele besteht darin, den Spielern in Fortnite ein unterhaltsames Spektakel zu liefern. Super Spektakel, wenn ein guter Spieler auf Roboter trifft. Das ist ein super Spektakel. Wenn wir den Spielern diese besonderen Momente Woche für Woche bieten, können sie das Spiel immer wieder auf neue Weise erleben und Spaß haben. Ja, also Leute, bessere Spieler haben auf jeden Fall richtig Bock, mit den Robotern im Match zu kämpfen. So ein Schwachsinn, ihr labert so ein Schwachsinn, Epic Games. Mit der Implementierung des Beast zu Beginn von Season X hatten wir genau dieses Ziel im Sinn. Seitdem konnten wir beobachten, dass Spieler, denen die Eliminierungen bisher nicht so leicht von der Hand gegangen waren, nun weniger Schwierigkeiten hatten. Gleichzeitig blieben dir Eliminierungszahl, jammern. Dir Eliminierungszahl, perfekt. Die Eliminierungszahlen der erfahrenen Spieler ungefähr gleich. Ja, ja. Leute, nur mal so, by the way, ich hatte letzte Season 11,73 KD, das ist diese Season auf gar keinen Fall mehr der Fall. Ja, aber die Eliminierung bleibt mir gleich. Gelegentliche Begegnungen mit dem Beast sollen sich einzigartig anfühlen. Ja, so toll, es ist so toll, auf Beast zu treffen, das ist so geil. Und gelegentlich sind sie auch, ja natürlich, du triffst ja nicht jede Runde auf die Scheiße. So, wir wollen aber nicht, dass diese Kämpfe in allen Spielen zum Normalfall werden. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr packt diese Beasts rein. Ihr wollt, dass dieses Spiel stirbt. Ansonsten würdet ihr nie im Leben Beasts reinmachen und alle möglichen Pro-Spieler abfucken. Es ist so dämlich, weil ihr merkt, dass alle möglichen Pros quitten. Und in letzter Zeit kam auch von mir nicht so viel Fortnite-Gameplays oder fast gar kein Fortnite-Gameplay, weil ich einfach keinen Bock habe, sowas aufzunehmen. Weil jede Runde, in der du in irgendeiner Weise weit kommst, kommt auf einmal zum Schluss ein Beast oder zwei Beasts und die machen dich kaputt. So habe ich das ja im letzten Video zum Beast gezeigt, wo ich in der Box saß. Beast kam, Rockets, BAM, am Arsch. Das ist so
dämlich. Und diese Aussagen, die ich momentan vorlese, sind so dämlich. Das ist unfassbar. Mit dieser Absicht haben wir im Arena-Modus einige Änderungen am Beast vorgenommen. Ja, ihr habt folgende Änderungen vorgenommen. Raketen sind nicht mehr da, Shotgun ist nicht mehr da. Ja, klar. Ihr habt mega viele Änderungen vorgenommen. Also Leben sind auch noch gleich. Toll. Also ihr seid wirklich Profis. Wir haben die Spawnrate speziell im Arena-Modus angepasst. Ja, toll. Ihr habt die Spawnrate angepasst. Jetzt sind es nicht mehr 15 auf der Map, jetzt sind es 10 oder 9. Wow. So, da, hier. Um die Begegnungen im Late Game zu reduzieren, da Spieler im Arena-Modus tendenziell länger überleben als in den Standard-Spiel-Modi. Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden. Muss ich zu dieser Aussage irgendwas sagen? Außer, dass ihr mega dämlich seid. Also Leute, es regt mich auf, weil dieses Spiel ist so gut im Gegensatz zu vielen anderen Spielen oder eigentlich jedem Spiel. Es ist einer der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Und das ist einfach traurig zu sehen, wie Epic ihr Spiel einfach in Grund und Boden stampft. Es ist so dumm. Hier sind einige Graphen, welche die Eliminierungsstatistiken von Beast in Arena und Standardspielmodi zeigen. Oder darstellen. Average Brute Eliminations per Game heißt so viel wie durchschnittliche Eliminierung pro Spiel. Solos 4 Eliminations. Heißt, jeder 25. Spieler stirbt an einem Roboter in Solo. Das ist so. Also, ich glaube, das glaube ich auf gar keinen Fall, dass 4 Leute pro Runde sterben an Beast. Wo so 10 oder 15 Stück auf der Map sind bei Solos. Nie im Leben. Bei Duos 6 Eliminations. 6 Eliminations. Das heißt, jeder 16. Spieler stirbt an einem Mech. Nie im Leben. Da sitzen 2 Leute in dem Brute, ne? Nicht nur einer. Das habt ihr schon mitberechnet, oder? Squads. 6 Stück. Ja, klar. Weil Squads können ja nur 2 Roboter in einem Team rumlaufen. Oh, so ein Schwachsinn. Team Rumble. 6 Eliminations. Und daran merke ich, dass diese Statistik nicht stimmen kann. Egal, was man mir sagt. Herr Gleich und ich spielen jeden Abend Team Rumble, um die neuen Skins zu suchen. Aus dem Item-Shop. In Team Rumble sterben mindestens 15 Leute in einer Runde an diesen Mechs. Mindestens. Weil keiner was gegen diese Mechs macht. 15 Leute sterben mindestens an diesen Mechs. 6 Leute ist Schwachsinn. Arena-Solos. Weniger als ein Kill. Weniger als ein Kill. Ja klar. Okay, brauche ich dazu noch was sagen? Und Arena Trios ein Kill. Soll ich dazu noch was sagen? Brauche ich da überhaupt noch was dazu sagen? Da brauche ich gar nichts zu sagen. Hierüber sind die durchschnittlichen Eliminierungen. Ja. Prozent von Brute Eliminations im Spiel. Ja. Arena Solos 0,01%. Solos 5%. Duos. Was weiß ich, was das sein soll. 7%. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, das alles auszurechnen. Oh. Wir werden auch. Ja, hier. Wir werden. Oh Gott, das ist so. Wir werden auch weiterhin Inhalte herausbringen, die das Gameplay von Fortnite auf überraschende Weise auffrischen. Zudem ist es uns wichtig, Spielern aller Fähigkeitsniveaus stets sich ein weiterentwickelndes und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten. Das Fortnite-Team. Wer mir jetzt noch sagt, dass Epic auf die Community in irgendeiner Weise hört, soll sich diesen Satz durchlesen, den hier, beziehungsweise die Sätze, und soll sich das hier durchlesen. Und dann brauchen wir nochmal irgendeiner zu kommen und sagt, Epic hört richtig auf die, also hört sau gut auf die Community oder hört überhaupt auf die Community. Niemand mag diese Roboter, außer Leute, die damit selbst spielen. Außer Leute, die damit selbst spielen. Und Leute, ich kann es echt nicht verstehen. Es gibt Leute da draußen, die spielen mit diesen Mechs und regen sich drüber auf und es macht überhaupt keinen Sinn. Jeder, der damit spielt, der braucht sich nicht aufzuregen, wenn Fortnite stirbt oder wenn Epic diese Brutes drinnen lässt. Das wollte ich jetzt mal ganz so sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare.
Abonniert den Kanal, Usen, sonst noch Bottercreator, sofort gleich der TV. Bis dahin und noch ein und tschüss.